Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Panzergeneral 3D. Ich habe gerade schon einen Riesenschreck gekriegt, weil ich dachte, also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich gespeichert hatte. Ich speichere das ja immer, also ich habe ja für jedes Szenario einen eigenen Namen angelegt und darunter speichere ich das dann. Aber Dünkirchen war ja noch mein letzter Kampagnendurchlauf und ja, dann habe ich es jetzt gefunden. Ich habe eins so früh, nämlich unter Tobruk gespeichert, weswegen auch immer. Ich wollte am Anfang mal kurz gucken, wie viele Anführer schon vergeben sind. So, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. Oh, also 5 Anführer sind noch offen. Das ist ja schon mal ein Wort. So. Ja, eine Adlerie wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die noch einen Anführer bekommt. So, dann habe ich mir noch was anderes überlegt, und zwar ein kleines, ja, ein kleines Spielchen für diejenigen, die immer zugucken. So eine Art kleines Gewinnspielchen, und zwar, ja, es gibt natürlich kein Geld oder sowas zu gewinnen. Ich bin armer Schlucker. Nein, es gibt zu gewinnen, dass ich im letzten Part von meinem Panzergeneral-Let's Play das Rätsel löse, wieso ja ich meinen Kanal Artobedo genannt habe. Ja, das, was bringt euch das? Natürlich nicht allzu viel, außer dass es ziemlich lustig ist und ihr euch vielleicht darüber kaputt lachen werdet. Und ich habe mir überlegt, so, ja, so für so ein Gewinnspiel und so, da muss ja auch immer eine Gewinnfrage her. Und da habe ich mir überlegt, ja, ich, keine Ahnung, ich kann ja einfach immer irgendwie, was ich so, ja, so labere oder sowas, das kann ich dann ja immer abfragen. Ja, ich glaube, das ist jetzt das 8. Szenario. Ja, so nach allen 7 Szenarien oder so hatte ich mir gedacht, das immer abfragen ist jetzt schon das, zwar das 8., aber egal. Und ja, und die Frage heute ist, beim Oslo Panzergeneral, da hatte ich ja, wollte ich ein Fußballspiel gucken, das dann nach dem Spiel beginnen sollte, also nach dem Panzergeneralspiel, nach der Aufnahme. Und um welches Spiel es sich dabei gehandelt hat, das könnt ihr ja vielleicht in die Kommentare schreiben. Oder wenn es die Raiders sind, ja, irgendwie ins Forum oder was, keine Ahnung. Gut. Nun aber genug damit. Wir haben noch 351 Prestige. Genau, es gibt noch jede Menge, ja, zu kaufen, zu erledigen. Wir haben nur 10 Züge. Das ist ein bisschen wenig. Also die Zeit sitzt uns im Nacken, denn wie wir sehen, sehen wir nichts. Also zumindest nichts an feindlichen Einheiten. Aber wir sehen diese 6, ja, Hexe, die wir einnehmen müssen. Erstmal relativ viel freies Land. Hier können wir unsere Schiffe aufstellen. Ja, und besonders, ja, bis da hinten hinzufahren, das dauert schon eine Zeit lang. Denn im Sand kommen ja einige Einheiten auch nicht so schnell voran. Ja, ansonsten ist das Szenario eigentlich nicht sonderlich schwierig. Ich werde jetzt erstmal unsere Truppen hier aufstellen. Und zwar, wieso ist das jetzt eigentlich das LKW-Zeichen? Verstehe ich nicht so ganz. Aber egal. Muss man vielleicht auch nicht verstehen. Ist jetzt, glaube ich, relativ egal, wo ich jetzt den Befreierpanzer aufstelle. Der wird überall nicht besonders viel reißen können. So, ja, also ich mache meine, ja, mein Hauptaugenmerk liegt ein bisschen im Norden, aber ich werde natürlich auch die anderen Truppen ganz gut, ja, wie soll ich sagen, ganz gut vorbereiten auf den Kampf. So, der noch einen hin, dann der und der. Ja, die Stellung im Norden ist etwas tricky einzunehmen.
werdet ihr dann auch noch sehen, dass das nicht so ganz ohne ist. So, wir haben ja hier noch, ich glaube, die waren das, genau, die haben noch keinen Aufklärer. Flak hat jetzt jeder einen. Ich stelle den mal irgendwo, wo eine Straße hin ist, weil sonst kommt der nirgendwo hin. So, und den stelle ich da noch hin. Dann müssen wir unsere Schiffe noch aufstellen. Die Deutschland stelle ich mal ganz vorne hin, damit wir auch was sehen können. Die Kreuzer haben ja sozusagen die ja, Aufklärungseigenschaft, also dass die weit sehen können. So, 5 zu 7, 2 zu 6. Ist jetzt die Frage, ja, wieso ist jetzt die Frage? Ich brauche es doch einfach nur so zu machen, zack. Schon sind die alle Geschichte. Irgendwie höre ich jetzt gerade gar nichts mehr. So, jetzt müsste es eigentlich wieder halbwegs passen. Ja, das mit der Lautstärke ist nach wie vor noch ein Problemchen. So, zack. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die jetzt noch viele Flugzeuge haben. Ist jetzt auch egal. Zack. Der ist auch schon mal überrollt. So, hier haben wir noch eine Einheit. Die müssen wir auch noch irgendwie ja, kaputt kriegen. Ja, kann sein, dass der Hintergrundsound heute wieder extrem leise ist. Ja, es bleibt dabei, dass mir das ja mit diesen Einstellungen irgendwie, diesen Soundeinstellungen ein Rätsel ist. Aber gut, das werdet ihr dann ja sehen. So, das ist jetzt natürlich dumm, dass ich das machen muss, aber den hatte ich jetzt etwas dumm hingestellt, die Artillerie. Und dann geht's hier unten auch noch weiter. Zack, zack. Ja, also ihr seht schon diese Breda Flak, die ich mir gekauft habe von den Italienern. Die hat eigentlich Reichweite 6, aber sie ist halt überhaupt nicht geländegängig. Ja, und das ist natürlich dann in so einem Szenario Schiete. So. Das ist auch Schiete, dass ich die hier nicht kaputt kriege. Pack ich lieber dahin. So, aber wir haben ja noch Flugzeuge. Und zwar ohne Ende Flugzeuge. So. Dann gehen wir den mal besuchen. Und den gehen wir mal besuchen. Und dann machen wir noch Folgendes. Und zwar fliegen wir hier mal hin. Okay, ja, das ist nämlich das, was ich sehen wollte. Das hatte ich mir fast gedacht, dass da noch so ein Arsch mit Ohren rumschwimmt. Den sollte ich jetzt besser kaputt machen, weil der schießt mir sonst irgendwas Wichtiges kaputt. Oder zumindest, also kaputt machen kann ich ihn sowieso nicht, aber zumindest anschießen. Dann gucken wir mal, ob wir den Zweier hier noch versenken können. Das hat schon mal sehr schön geklappt. So, drei Jäger haben wir jetzt noch. Müssen ja auf jeden Fall sehen, dass die Flugzeuge alle geschützt sind. So, jetzt kann ich mich noch entscheiden, wem ich jetzt noch einen mitgebe. Oder ich
Riskier es da unten einfach mal. Ich glaube, da kommt sowieso kein Flugzeug hin. Ach so, der steht ja schon auf dem Flughafen. Genau. So, ja gut, okay. Der dürfte jetzt auch nicht mehr gesehen werden. Ich weiß nicht, ja, also Sichtweite 2, die dürften den jetzt eigentlich auch nicht mehr sehen. Obwohl die KI da ja gerne bescheißt, aber dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, der hat sich jetzt selber versenkt mit dem Angriff. Das einer Schlachtschiff, der. So, gucken wir erstmal hier oben, wo der jetzt hingefahren ist. Ich kann jetzt leider überhaupt nichts sehen. Das ist ein bisschen arg wenig. Nehmen wir mal den Uhu. Okay, und zack, versenkt. Diese Grafik wollte ich schon sagen, nein, diese Topografie, die geht mir echt ein bisschen auf den Senkel. Aber da kann man halt nichts machen. So, ja, genau, das Ding habe ich gesucht. Hier sind irgendwo noch so Sperren, die müssen wir jetzt durchbrechen. Aber das ist ja für unsere Truppen kein Problem. Etwas problematischer ist dann schon, dass jetzt die ersten Einheiten nicht von der Flak geschützt sind, aber ein bisschen Schwund ist immer. So. Ja, nachdem es gestern mal wieder ein Panzergeneral-Let's Play gab, da hatte ich das ja auch schon erzählt, dass ich das ja immer so ein bisschen ja durch Zufall ziehe, was ich jetzt Let's Playe oder ob ich überhaupt Let's Playe und also ob ich überhaupt Let's Playe, hängt natürlich auch größtenteils immer davon ab, ja, was jetzt sonst noch so ansteht, was ich sonst noch so zu tun habe. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. So, okay, die sind jetzt hinüber. Dann können wir dem Ding hier den Rest geben. Ja, also ich hatte gerade mal nochmal so eine Soundtestaufnahme gemacht und das war echt wieder Katastrophe. Hat sich eigentlich total leise angehört, aber dann war es irgendwie dann doch wieder total laut auf der Aufnahme. Also nun gut. So, hier kommt irgendwo gleich noch Nachschub an. Und irgendwo, was auch sonst noch, wo Nachschub ankommt, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Das werden wir dann ja sehen. So, ja, wir kriegen in diesem Szenario nicht allzu viel Geld. Das heißt, allzu viel von den Sachen, die ich jetzt gerne noch machen wollte, werden wir wohl nicht schaffen. So, ich guck mal schnell. So, dem gebe ich jetzt noch eine volle Mappe. Zack, überrollt. Ja, sieht schon, also die Flak kommt irgendwie nicht so richtig hinterher in dem Szenario. Ja, doch, sei es doch, die kommt ganz gut hinterher jetzt zumindest.
zumindest dann zum Glück ein Teil geschützt, nur die beiden Aufklärer jetzt nicht. Der hat ja, glaube ich, sowieso Unverwüstlichkeit, genau, das heißt, den werden sie wahrscheinlich sowieso nicht so schnell kaputt kriegen können. So, ja, welchen Bomber nehmen wir denn? Nehmen wir mal den hier. Der Flieger kann sich auch noch mal ein bisschen betätigen, damit ihm nicht langweilig wird. So. Und dann gucken wir mal, dass wir weitergehen. Ich bin jetzt gerade mal etwas vorsichtig und tue mich jetzt nicht noch weiter vorwagen. So, irgendwo hier ist so ein, genau, dieser blöde Bunker, den habe ich gesucht und jetzt auch gefunden. Wäre natürlich traumhaft, wenn ich den irgendwie kaputt kriegen könnte. Aber ist jetzt nur der, der da hinkommt, und der hat ja jetzt nicht gerade gegen gegen Panzereinheiten ja besonders gute Werte. Nehmen wir mal das Fliegerass neben dran, wird wahrscheinlich sowieso nichts bringen. Was würde der rein theoretisch? Oh ja, doch. Der sagt sogar, ich mach dich fast ganz kaputt. Das ist jetzt natürlich wieder dumm gewesen. So, gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben ja noch jede Menge Flugzeuge hier. Das heißt, da können wir jetzt noch jede Menge Unsinn mit anrichten. Ach, was habe ich denn gemacht? Jetzt habe ich dann den Bomber aus Versehen hingeflogen. Ich wollte eigentlich den Jäger. Habe ich verguckt. Ich habe mich in die Coastal Gun verknallt. Ich habe mich in sie verguckt. So. Kriegen wir jetzt nicht ganz kaputt, aber fast kaputt. Ich bin mal gespannt, welche Einheit jetzt noch einen Anführer erhält. Also eine Artillerie wäre natürlich schon traumhaft, aber was ich auch endlich mal wieder haben will, weil das ist Ewigkeiten her, seitdem ich das hatte in der Kampagne, ein Kontrollepanzer. Also das wäre wirklich der Traum, wenn ich jetzt mal wieder einen Kontrollepanzer bekommen würde. Aber schauen wir mal. So, 6 Züge, es wird immer enger. So, ja, die ersten Flugzeuge machen sich, ja, auf den Weg. Ah, das ist der schwächere von beiden. Das nervt echt, dass die sich da immer einpacken müssen. So. Kommt natürlich kein Schwein jetzt da unten hin. Ja, könnten natürlich einen Flug, was Fliegbares nehmen. Oder so. Kann ich so schon angreifen. Ja, es ist natürlich etwas brutal, wie ich hier vorgehe, aber man hat halt wirklich nur wenig Zeit. Gerade hier im Süden pressiert Zeit, zeitlich gesehen.
So, der kommt da nicht hin. Ja, die bringen mich echt noch zum Heulen, die Schiffe. So. Ah, das ist doch jetzt gut gelaufen. Dann gucken wir mal. So, dem können wir doch auf jeden Fall schon mal einen mitgeben. Dann ist der etwas einfacher abzuschießen. Ich gucke gerade mal schnell, wer war denn das, der noch keine Erfahrung hat? Der hier. Der kann sich dann jetzt mal ein bisschen Erfahrung verschaffen. Aber jetzt auch nicht allzu schwierig, den abzuschießen. Oh, das war jetzt nicht nett. Aber jetzt hat er immerhin schon zwei Erfahrungsbalken. Und hier ist auch noch ein. Ah, ist aber schon wieder den falschen erwischt. Nein, den will ich. Hark Deluxe. So, hier ist auch noch ein Jäger. Das ist aber keine gute Idee. Dann machen wir das erstmal lieber so, mit dem guten Jäger anschießen. So, ich weiß jetzt nicht, ob die noch Flugzeuge haben, aber allzu viele dürfen sie nicht mehr haben. Das heißt, ich werde dann jetzt schon mal anfangen, ja, mit meinen Bomberflotten hier loszulegen. So, ja, das war's dann, glaube ich, schon. Unten habe ich da nichts mehr. Ah, 4 zu 4. Ah, habt ihr das gesehen? Wieder so eine Scheißvorhersage. Gucken wir mal weiter. So, ja, den hatte ich schon angegriffen. Ja, ignoriere ich jetzt erstmal den Panzer. Das heißt, ich stelle da jetzt vielleicht was Neues hin. So, der hat noch zwei Schuss. Damit da zumindest nicht der Panzer so auf die Idee kommt oder die noch auf die Idee kommen, die Gradschützen anzugreifen. Gut, also hier haben wir noch so Hempel, die hinterherlaufen und nichts gebacken kriegen. Dann gucken wir mal. Ja, sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus. Jetzt kann es natürlich nur passieren, dass der Gegenschlag ziemlich vernichtend ausfällt. Ja, sieht jetzt aber nicht so schlimm aus. Oh, ein Aufklärer hat eine Auszeichnung bekommen. Also, das war jetzt schon etwas knackiger, der Angriff des Feindes. Gut, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Erstmal uns auf den Panzer da konzentrieren. Der geht mir sowieso ein bisschen gegen den Strich. Die haben schon wie viel? Ja, 32. Ein Angriff, 32 Erfahrungspunkte. Da kann man sagen, Buyakascha. Jetzt gucken wir uns erstmal die Anführereigenschaft an. Erstschlag, jo, das ist schon ganz gut.
So, den überrollen wir jetzt mal schnell. Und dann geht's weiter. Ich denke mal, dass ich den. Guck mal schnell. Nee, da scheint jetzt nichts Großartiges noch im Angebot zu sein. Dass ich die Gradschützen jetzt einfach da hinter der Front stehen lasse. Also die werde ich jetzt nicht aufladen. Das würde jetzt nur unnötig Prestige kosten. So. Was ich aber auf jeden Fall machen will, hier ist der Uhu. Weil hier kommt irgendwann Nachschub. Der ist jetzt sogar schon da. Das heißt, den werde ich jetzt vielleicht mal besuchen gehen. So, der hat 12 gegen Schiffe. Dann ist er doch dafür geeignet, dem einen mitzugeben. Jo, also die Schiffe sammeln ganz gut an Erfahrung. Kann man so sagen. Jetzt sitze ich übrigens gerade hier im Dunkeln, weil, ja, während ich jetzt hier spiele, ist das Licht sozusagen, es ist dunkel geworden draußen. Das ist echt nervig ohne Ende. Dass da keiner von diesen Hempeln irgendwie rankommt. So, die Brandenburger fahre ich mal kurz da hinten weg. So, irgendwie muss ich mich ja hier noch um die kümmern. Da ist noch ein Jäger. Kommt da auch alle nicht so richtig ran. Gibt's das denn? Also nun wirklich. So, ja, was haben wir sonst noch im Angebot? Zack. Wer wird der denn gegen wen jagen? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich versuche erstmal den hier kaputt zu machen. Vielleicht hätte ich die im Süden, aber gut, im Süden gibt es halt auch nicht so viele Aufstellungshexe oder so viele Aufstellungsmöglichkeiten. Das ist halt, deswegen tut man halt automatisch sich mehr auf den Norden konzentrieren. Aber vielleicht wäre es halt auch keine schlechte Idee, ja, mal auf der anderen Seite lieber zu gucken, dass man da seine Truppen aufstellt. So, der hat noch einen Schuss. Entweder greift er den. Ja, ich tu mal, sehe mal zu, dass ich das U-Boot angreife. Nicht, dass das mir noch irgendwas hier kaputt macht. So, dann habe ich noch zwei Jäger. Die können auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Auch nochmal so draufhalten. Zack und zack. Da ist zum Glück keine Flak. Gut. Ja, jetzt sollten wir sehen, dass wir hier irgendwie den Durchbruch erzwingen können. Dummerweise sind die Flugzeuge jetzt irgendwie alle leer. Gehen wir mal erstmal weiter. Den können wir versenken. So, wo ist denn das andere Schiffchen?
Ja, ich glaube, ich warte jetzt erstmal bis ich den Flughafen da habe. Die fahre ich jetzt nicht noch irgendwie irgendwo anders hin. Achso, der hatte da schon auf den Panzer drauf, genau. Genau, so, die sind alle leer, wenn ich mich nicht täusche. Gut. Dann fliegen die jetzt alle schon mal da zum Flughafen hin. So, jetzt ist es natürlich ganz wichtig. Zack. Das geht leider so nicht. Egal, jetzt ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ich jetzt alles hinterherziehe. Die Flak hinterherziehe, die Adlerie hinterherziehe. Die brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. So. Dann gucken wir mal weiter. Oh, die sind ausgezeigt. Die haben jetzt auch Erstschlag gekriegt. So, überrollen. Überrollen. Mal, dass wir die Infanterie da anschießen, dann können wir die vielleicht auch noch da rauskriegen in der Runde. So, ja, das ist doch jetzt ganz gut gelaufen. Die Infanterie ist damit auch Geschichte. Und wir können auch das letzte Sieghex vorrücken. Wie gesagt, die angeschossenen Einheiten lasse ich jetzt mal was außen vor. Ups, was war das? Das war meine Uhr. Tja. So, der ist damit auch Geschichte. Okay, das geht nicht, aber das geht. Ja, das genau, das ist der 4C, der so ziemlich stark ist. So, die müssen sich jetzt alle mal aufladen. Nein, der kommt natürlich nirgendwo hin. Ah, das geht natürlich. Krieg ist aber leider nicht ganz kaputt. Aber schon mal ziemlich kaputt. Kommt, ja, die kommen da nicht hin. Das ist Schiete. Naja. Dann machen wir das halt so. Dann machen wir halt nächste Runde da den Sturmangriff drauf. Hier ist jetzt sowieso alles im grünen Bereich. Wobei hier ist es noch etwas trickier. Vor allen Dingen, weil die Artillerie nicht so richtig in Schussposition kommt.
Da müssen wir auf jeden Fall nächste Runde die Bombe einsetzen. Zum Glück ja, ist es recht unwahrscheinlich, dass ja, hier im Mittelmeer schlechtes Wetter ist. So, wir können natürlich schon mal hier auf diesen Aufklärer vor allen Dingen. Der geht mir ziemlich gegen den Strich. Der hält da mal drauf und der auf die Combat Engineers. Es würde auch nichts bringen, wenn ich da irgendwelche Einheiten noch hinfahre. Das ist auch vergebene Liebesmühe. So. Jetzt kommt also der alles entscheidende letzte Zug. Und die haben das Pferdefuhrwerk da auf der Rechnung. Und waren so dumm, sich aus der artilleriefreien Zone zu bewegen. Okay. Der ist leer. Dann geht's jetzt mal weiter. Bin mal gespannt, wie viele Einheiten wir noch kaputt kriegen in dieser Runde. So, ich hoffe, ich habe. Ja, doch, der kommt noch dahin, zum Glück. Ja, was wir auch mal wieder irgendwann machen können, wäre natürlich Prestige vergeben. So, kommt nicht so richtig daran. Wir haben doch da oben noch einen Bomber. Ich guck mal, ob ich den Zweier irgendwie noch kaputt kriege. So, das ist doch schon mal sehr gut gelaufen. Jetzt ja, den Dinges da muss ich daneben lassen, weil der muss jetzt da rein, der Panzer 38 Tonnen. Ja, das war dann mal wieder ein... Achso, hier das Wichtigste hätten wir was fast vergessen. Wir haben ja hier noch was zu erledigen. Was aber, ja, nicht so richtig das Problem sein dürfte. Zack. Und ja, der Befreier fährt rein und wir haben einen glorreichen Sieg errungen. Sehr gut gemacht. Die Briten haben eine deftige Niederlage erlitten und es dürfte etwas dauern, bis sie wieder eine gute Verteidigungslinie aufbauen. Da fehlt ein Punkt. Athen. Wie Sie wissen, hat Italien Griechenland den Krieg erklärt. Leider leisten die Griechen hartnäckig Widerstand. Mussolini hat uns deshalb um Hilfe gebeten. Ihre Aufgabe ist es, die griechische Hauptstadt einzunehmen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Griechen davon erholen würden. Genau, das bleibt abzuwarten. Und es bleibt abzuwarten, ob ich genügend Prestige habe, um die Scharnhorst in der Bismarck aufzurüsten. Ja, das funktioniert schon mal. So, was wollte ich sonst noch, wenn ich das wüsste, wenn ich das mal wüsste. Meine Güte. Muss ich nochmal schnell durchscrollen. Hier war jetzt, glaube ich, nichts weiter, was ich mir noch irgendwie leisten wollte. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht.
Ach so, genau. Ob ich mir den Jäger jetzt noch einzeln kaufe. Ich guck mal schnell, wie viele Jäger, wie viele Bomber wir haben. 3, 4, 5. 5 Bomber. 5 Jäger. Tatsächlich. Genau, ich wollte, Italiener wollte ich noch was mir zulegen. Und zwar die Pack. Oh, da gibt es einen neuen Aufklärer. Kann ich auch gleich noch aufrüsten. Pack, Jäger und Bomber. Ich werde mir jetzt erstmal als allererstes den Aufklärer, den italienischen, aufleveln. Ist wieder so langsam, dass irgendwie das, ja, das Hauptquartier, der scheint mir irgendwie immer ein bisschen langsam zu sein. Die Klicks, ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja. Was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Ich wollte mir den italienischen Bomber kaufen, so. 100.000 Mal gesagt, was ich wollte, und trotzdem wieder vergessen. Und dann wollte ich gucken, ob es den U87D schon gibt. Nee, ich glaube, den gibt es erst ab, ja, ab dem Russlandfeldzug. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlecht, wenn die Bismarck jetzt einen Überstärkepunkt hat. Schaden kann es ja jetzt nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 176 Prestige. Ist nicht gerade viel. Aber im nächsten Szenario dürfte es wieder etwas mehr Geld geben, weil, ja, dann ist Athen angesagt, dann ist Häuserkampf angesagt. Und im Häuserkampf gibt es viele Hexe einzunehmen, viele Sieghexe einzunehmen. Und es wird recht tricky. Also glorreich ist schon recht, ja, recht anspruchsvoll. Also weiß ich noch nicht, ob ich das glorreich schaffe, weil es halt wirklich nicht so viele Runden Zeit sind. Und ich glaube, beim letzten Kampagnendurchlauf hatte ich das auch nicht glorreich geschafft. Wir können ja mal kurz gucken. Also bis jetzt haben wir 7 glorreiche Siege und einen Sieg, wobei der eine ja gewollt war. 3 Einheiten bis jetzt verloren, das hält sich ja noch stark in Grenzen. So, und wir haben jetzt 12 Einheiten mit Anführer. Das können ruhig noch ein paar mehr werden. Das mit dem Panzer oder Panzerjägern gefällt mir nicht so richtig. Also, oder die Panzer, das ist ein bisschen arg wenig, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich mir da jetzt noch großartig kaufen sollte. Und so einen italienischen, ich meine, der hat nur Reichweite 4, also, und die anderen, die kannst du sowieso vergessen. Ich meine, okay, der hat 10, das ist so wie der Flamingo in etwa, von den Angriffswerten und Verteidigungswerten, aber ja, muss ich nicht unbedingt jetzt noch einen Flammpanzer haben. 4, 6, der kann nur 3 Felder fahren, ach du Scheiße. 1, 2, das ist ja super Angriffswerte. Respekt, Buyakascha. Nee, also damit warten wir eindeutig noch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mir jetzt irgendwie bei den Finnen, glaube ich, gibt es hier dieses BT, diesen BT-Panzer, den will ich mir dann wahrscheinlich als Auslandspanzer zulegen. Und ja, ich denke mal, wir werden sicherlich nochmal den einen oder anderen Panzer als Prototypen bekommen. Einen werde ich mir sicherlich noch kaufen, aber ich werde mir jetzt sicherlich nicht den Charby 1 bis kaufen, weil der ist mir einfach zu langsam. Und was Besseres sehe ich jetzt im Moment, also den, ja, Panzer 3G, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Was ich vielleicht machen werde, also ich werde mir auf jeden Fall im Russlandfeldzug einen T-34 kaufen. Eventuell auch ja, extra für ein Szenario ein KV-2, die kann ich ja danach dann wieder verkaufen. Oder ja, oder ich werde ihn wahrscheinlich einen in KV-2 umrüsten und dann wieder zurückrüsten. Ist dann zwar viel Geld verloren, aber ja, das neue Szenario, der Fleischwolf von Rzeszów, da brauche ich eindeutig starke Panzer, weil sonst kann es da mal, ja, schnell sein, dass man, ja, viele Panzer verliert, wenn man zu schwach besetzt ist.
oder zu viele Einheiten generell verliert. Und das wollen wir ja nicht. Aber bis dahin ist ja noch einiges an Zeit. Wir haben jetzt immerhin die Bismarck-Klasse, die hat sogar einen Überstärkebalken, auch wenn es ungewollt war. Und wir haben einen italienischen Bomber und wir haben einen besseren italienischen Aufklärer. So, und das war's. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal.